Fußball gibt es ja derzeit auf allen Wellen. Während aber in Frankreich die Nationalmannschaften um die EM spielen, fand in Schwarzenfeld am Wochenende ein ganz anderes Spiel statt. Selbiges wurde aber dem Reglement entsprechend begonnen. Und so hatte man für die Bayernhymne nicht nur die örtliche Musikkapelle engagiert, sondern auch gleich einen prominenten Dirigenten. Gotthilf Fischer höchstpersönlich führte den Taktstab. Team Bananenflanke meets Friends ist das Ganze dann überschrieben. Ein Benefizspiel, in dem die erste Mannschaft des FC Schwarzenfels gegen eine Auswahl aktiver und ehemaliger Fußballprofis antrat. Was es damit genau auf sich hat, das haben wir dann Bananenflanken-Teamchef Ben Rückerl gefragt. Bei uns steht der Organisator des heutigen Benefizspiels von der Bananenflanke gegen den ersten FC Schwarzenfeld, Ben Rückerl. Wie kommt es zu einer solchen Idee? Vielleicht ein, zwei Sätze zum Hintergrund. Also wir haben in Regensburg ein Team Bananenflanke e.V., das ist ein gemeinnütziger Verein für behinderte Kinder. Und wir wollen immer ein paar so Reizpunkte setzen. Und so ein Spiel ist natürlich ein guter Anlass, um Leute zu begeistern, aufmerksam zu machen. Und deswegen machen wir das. Wie lange hängt man denn da an der Organisation dran? Es sind ja große Namen mit dabei und es muss ja auch irgendwo als Örtlichkeit passieren, ja. Ist ganz schön Aufwand. Genau. Es ist immer so, dass am Anfang der Verein steht. Schwarzenfeld ist auf uns zugekommen und sind sehr gute Leute dabei. Und wir haben mittlerweile einen ganz großen Pool an Spielern, sage ich mal 90 ungefähr, wo wir dann sagen können, wer hat da Zeit und so. Und haben wir gute gefunden jetzt, muss ich sagen. Jetzt heißt das ganze Benefizspiel, das heißt, wofür ist denn der Benefiz? Was ist der gute Zweck? Also der gute Zweck ist eben für ein Team Bananenflanke e.V., und wir werden das Geld für einen Spielbetrieb für unsere Bananenflankenliga brauchen, weil wir mittlerweile in 16 Bundesländern in Deutschland unterwegs sind. Und da braucht man natürlich immer Geld für den Spielbetrieb, muss ich sagen. Ja. Wunderbar, dann wissen wir darüber mehr. Wir freuen uns auf die zweite Halbzeit. Wir hoffen, dass es ein großer Erfolg wird, auch eben speziell für den guten Zweck. Aber letzte Frage, wer wird EM-Meister, also wer wird Europameister? Also ich sage, dass Frankreich wird. Ich würde es Ihnen auch gönnen mit diesem ganzen Wahnsinn, der jetzt in der Welt gerade passiert, Frankreich. Okay, dann in dem Fall Vive la Mannschaft und weiter auf dem Platz. Sehr gut. Dankeschön. Danke dir. Bei mir steht Tobias Schweinsteiger. Den muss ich nicht erklären, aber was Sie uns erklären können, ist, wie die erste Halbzeit war, wie die zweite Halbzeit sein wird gegen FC Schwarzenfeld. Ja, die erste Halbzeit, glaube ich, hat Spaß gemacht, war für uns gut und ich glaube, den Zuschauern hat es auch gefallen. Ja, vielleicht ein bisschen weniger Ballverluste, dann müssen wir ein bisschen weniger nach hinten laufen. Das wäre so der Ansatzpunkt, aber ich hoffe, dass die zweite Halbzeit genauso unterhaltsam wird. Wie wichtig ist es Ihnen persönlich, an solchen Benefizspielen wie hier teilzunehmen mit dem Team Bananenflanke? Ja, das ist für mich echt eine Herzensangelegenheit, das Team Bananenflanke. Und ich versuche halt, so viel wie es geht, da zu sein oder auch die Jungs zu unterstützen, egal in welchen Sachen. Und da ist das Spiel natürlich immer ein sehr fixer Termin in meinem Terminkalender. Weil im Hintergrund natürlich die Jungs und Mädels warten auf die Autogramme, lassen wir sie gleich dazu. Ich will nur die letzte Frage wissen, wer wird denn Europameister? Ja, ich hoffe natürlich, dass Deutschland es wird. Wir haben eine sehr, sehr gute Mannschaft, wir sind Weltmeister und haben auch in der Vorbereitung ganz gute Spiele gezeigt. War natürlich nicht immer alles hundertprozentig top, aber wir wissen, dass das Team eine Turniermannschaft ist und ich glaube, die gehen sehr gut vorbereitet in die EM. Guter Tipp für die EM, guter Tipp für Schwarzenfeld und viel Spaß in der zweiten Halbzeit. Dankeschön. Dankeschön. Und hier haben wir die örtliche Politprominenz sitzen. Wir haben den Bürgermeister Manfred Rotte von Schwarzenfeld und den Landrat von Schwandorf Thomas Ebeling. Erste Frage an den Bürgermeister. Wie war die erste Halbzeit? Wie freut man sich auf die zweite? Ich hoffe mal, dass die Heimmannschaft auch mal ein Tor schießen kann, wenigstens gegen die Profis der Bananen, vom Bananenteam. Oder so ist ein recht schönes Spiel gewesen. Für den Landrat, solche Sachen sind ja immer Strahlkraft weit hinaus. Wie wichtig sind solche Events, wie wir sie heute hier erleben, solche Benefizspiele mit der Beteiligung auch?
Ja, da freuen wir uns ganz besonders, dass wir so ein gut besetztes Team hier haben. Und ich glaube, der Zuschauerzuspruch spricht ja für sich, dass es eine Veranstaltung ist, die wirklich auch weit über die Grenzen von Schwarzenfeld hinaus ausstrahlt. Und da freuen wir uns, dass wir das da haben. Weil es gleich weitergeht, ganz kurz noch die Frage, Tipp, wer wird Europameister? Ja, Deutschland. Was sagt der Bürgermeister? Ich hoffe es auch. Okay, wir hoffen es auch und wir hoffen natürlich auch, dass Schwarzenfeld gewinnt und das schauen wir uns in der zweiten Halbzeit gleich weiter an. Dankeschön. Eine Trainerstimme durfte dann auch nicht fehlen, auch wenn man derweil auf der Bank mit anderen Dingen beschäftigt war. Bei mir steht Hans Dorfner. Wie ist denn das bisherige Spiel zu bewerten? Ich meine es jetzt nicht nur im sportlichen Sinn, sondern natürlich auch im Sinne des Zwecks, warum wir heute hier sind. Ja gut, es ist ein super Zweck, eine tolle Aktion. Team Bananenflanke ist eine Aktion seit ein paar Jahren, die wir gerne unterstützen. Und zum Spiel, es ist ja schön, wenn man dann was Gutes tun kann und wenn es Spaß einer dabei macht. Das ist natürlich ideal. Das ist richtig. Wie wichtig ist denn das jetzt gerade in den heutigen Zeiten, wo man sagt, es ist sehr viel in Bewegung, auch in Gesamtdeutschland, weil es ist sehr viel unterwegs, on the road. Wie wichtig ist es da, dass man dem Sport und auch dem Zweck, den man damit verfolgen will, ein Gesicht und eine Strahlkraft gibt? Ja, ich glaube, dass das umgekehrt sein muss, dass der Sport ja den sozialen Aspekt dann im Auge haben muss. Mhm. Also ich finde jetzt, dass das jetzt so, der Sport, da ist Fußball, kommt jeden Tag am Fernsehen, da ist immer einiges geboten, aber gerade so benachteiligte Leute, benachteiligte Kinder, die Krankheiten haben, die kann man durch den Sport, eben durch den Fußball, kann man darauf aufmerksam machen. Das ist viel wichtiger wie umgekehrt. Wunderbar, dann lassen wir uns auch nicht weiter aufhalten, weil jetzt gleich die zweite Halbzeit ist. Aber nur ein letzter Tipp natürlich noch, wer wird denn EM-Sieger? Oh, da gibt es so viele Mannschaften, also gibt es jetzt keinen Top-Favoriten. Das sind die Alten wie Italien, Spanien, Frankreich, natürlich Deutschland. Da gibt es vielleicht Geheimfavoriten mit England, Belgien. Also es ist schwierig zu sagen. Also ich habe keinen Favoriten. Ich freue mich auf eine schöne EM und wer es dann wird, muss man ja schauen. Okay, dann lassen wir uns überraschen, hier wie bei der EM. Dankeschön. Ja, danke. Einer, der versucht hatte, das Tempo der Profis zu halten, war Comedian Harry G. Wieso das nur eine halbe Stunde funktioniert hat, hat er uns dann auch erzählt. Jetzt haben wir uns hier in diese malerische Kulisse schlagen müssen, weil es draußen ziemlich regnet. Schwarzenfeld ruft und Harry G. ist gekommen. Wie war der Tag bis jetzt? Also für mich war der Tag sehr, sehr schön, aber auch wahnsinnig anstrengend. Ich habe das unterschätzt. Also ich meine, ich mache normalerweise nur so Cardio-Sportarten und man denkt, ich halte locker durch, aber diese ewige Sprinterei, die ist brutal. Also ich bin nach 30 Minuten wirklich zusammengeklappt. Immerhin 30 Minuten, ja. Ja, muss man erstmal schaffen. Jetzt sind wir ja sowieso von einem sportlichen Event zum nächsten unterwegs. Die EM ist auch am vollen Laufen. Wie sind denn da so die groben Einschätzungen? Also ich sage, ich meine, die Leute sagen immer, ja, wer wird Europameister? Ganz einfach Deutschland. Das ist die richtige Einstellung. Ja. Kurz und schmerzlos, ja? Ja, es gibt sicher gibt's auch Underdogs und Favoriten, aber ich glaube, dass Deutschland Europameister wird. Okay, und wenn nicht, dann vielleicht Frankreich. Okay, und jetzt noch eine Frage, wenn man die Oberpfalz anschaut, wie oft ist er da unterwegs? Ich? Sehr oft, weil ich gebürtiger Rengsburger bin und eigentlich alle zwei Wochen bei meinen Eltern in Rengsburg bin. Naja, dann ist es ja sowieso Heimspiel über Heimspiel über Heimspiel. Ja, sowieso. Also es ist einfach die schönste Stadt auf der ganzen Welt, oder? Und weil wir das wissen, schlagen wir uns auch gleich wieder unter die Leute und reden mit den gleichen Leuten darüber, dass es hier so schön ist. Vierte. Das Spiel ist in vollem Lauf und bei mir steht der Chef vom Premium-Sponsor, Stefan Kollmannsberger von KS Bau in Regensburg. Wie hat man denn mit diesem Event zu tun bekommen, dass man auf die Idee gekommen ist, hier unterstützend mitzuwirken? Wir haben das gehört, dass Kinder unterstützt werden sollen, unterstützt werden müssen für einen guten Zweck. Wie wir das gehört haben, waren wir sofort dabei. Wir haben selber Kinder, die wo nicht behindert sind und man muss immer die unterstützen, die wo die Hilfe oder die Unterstützung brauchen. Und wenn wir Gutes tun können, dann sind wir eigentlich dabei. Und wie ist es denn jetzt vom Ablauf her? Wie haben Sie es bisher empfunden? Macht es Spaß? Sind die Leute begeistert? Erfüllt es seinen Zweck? Es erfüllt auf jeden Fall seinen Zweck. Die Leute sind super begeistert. Also der Andrang ist überwältigend. Es sind viele Kinder da. Es sind auch viele Leute da, wo sie den Sport so mit anschauen. Und ich denke, dass es eine gute Sache ist und dass das auch dementsprechend unterstützt wird. Ja, und wenn so viele große Namen mit dabei sind, dann kann es ja fast nicht anders werden. Und ich rede jetzt nicht vom ersten FC Schwarzenfeld. Da wissen wir, dass die Namen gut sind. Ja, natürlich, wenn so viele ehemalige Stars da sind, Profis. Ich meine, das zeigt natürlich, ob man sieht jetzt auch am Platz, wie gut das noch sind, obwohl sie schon zeitlang nicht mehr im Sport sind. Also Hut ab vor der Leistung.
Dann lassen wir uns überraschen, wie es am Schluss ausgehen wird. Auf jeden Fall gewinnen können eigentlich nur alle am Schluss. Gewinnen werden auf jeden Fall alle, weil es für einen guten Zweck ist und damit werden die Kinder unterstützt. Dankeschön, Stefan Kollmannsberger. Danke, Fabian. Jetzt haben wir uns ein bisschen verziehen müssen. Wenn der Organisator das Wetter in der Hand gehabt hätte, hätte er es anders gemacht. Bei mir steht Bernhard Heimisch vom 1. FC Schwarzenfeld. Das Wetter wäre anders geworden, oder? Also ich als Fußballer, ich liebe so ein Wetter eigentlich. Zum Zuschauen ist es natürlich ein bisschen schwierig, aber wie gesagt, das hat sich eigentlich relativ trotzdem noch gut in die Grenzen gehalten, weil das Spiel ist abgepfiffen und jetzt fängt es zum Regnen an. Deswegen ist das eigentlich so in Ordnung. Führt mich zur nächsten Frage. Wie ist die Zufriedenheit mit dem Event? War es das, was ihr euch vorgestellt und gewünscht habt? Ja, natürlich. Wie gesagt, das Wichtigste sind die Kinder, dass die wieder mit reingelaufen sind, dass die Bananenflankenorganisation einfach wieder im Vordergrund steht. Und ich hoffe, dass so schnell wie möglich das nächste wieder gemacht wird. Dann habe ich noch zwei Fragen. Ja. Auf der Zufriedenheit, ich meine, man merkt schon, wie du auch dastehst, ja. An der Zufriedenheit von 1 bis 10? 10, ganz klar. Gut, eine 10 haben wir. Und dann natürlich die unvermeidbare Frage, wer wird es schaffen, in Frankreich Europameister zu werden? Für mich ist ganz klar Deutschland Favorit und ich denke, die 10 ist auch durch und machen das. Also wie viel Mannschaft und wie viel Schwarzenfeld heute? So schaut's aus. Gut, Dankeschön. Okay.